Servus, Gamer und Gamerin. Jetzt Servus, Gamer und Gamerin. Wir sind immer noch an dem Rätseln, was wir hier dran machen können. Probier das bitte mit dem Fleisch nochmal. Ich bin mich der Meinung, du hast das nicht gemacht. Das Fleisch da dran? Ja. Irgendwie muss das Fleisch da dran gehen. Oh, man muss genau auf die Schnur. Oh, leg. Und dann? Weil das ist das einzige Wasservieh, an das wir rankommen. Das hat das Sinn müssen. Weiß ich noch, das sehen wir jetzt gleich. Etwas zieht am Seil. Erschlaß. Stimmt dann sein Sifter dran. Nee, komm, das klickst du einfach. Kannst du das einfach anklicken? Nee, ich kann nichts drücken. War jetzt Reste aufgenommen, aufgehoben. Jetzt haben wir. Die Knochen sind mit Schleim bedeckt. Bin ich der Überzeugung. Jetzt haben wir in dem Gang was gefunden. Ne? Ja. In diesem rot leuchtenden Raum was gefunden. Also irgendwas muss noch in dieser. Blauhellen Halle sind. Nee. In der Folterkammer. Ja, wo wir die ersten drei Teile von der Kugel gefunden haben. Doch, das war hier. Sondern die zeigen dir ja nicht umsonst die ganzen Folterräume. Da ist bestimmt irgendwo Blutlache. Irgendwo muss doch Blutlache sind, sonst was, wo ich das Glas drin trinken kann. Da ist ja Schnur dran. Ah ja, deswegen. Man könnte mal Agrippa retten. Nochmal in den roten Raum. Aber ich glaube nicht, dass der Giftpilz und das in einem Raum sind. Komm dann. Rechts. Oder geradeaus. Wie du willst. Aber ich glaube, rechts war der Bock. Nicht richtig. Nee. Ha! Aber. Ah, komm mal da. Ah, komm mal, da haben wir doch. Ach, das so war doch wo. Das ging schneller als erwartet. Das ging überraschend schnell jetzt nochmal, ey. So, wir haben alle drei Essenzen. Ja, gehen wir jetzt mal Agrippa. Ich würde nämlich auch eigentlich ganz gerne retten. Kann ich direkt zum Blut hinzufügen. Die Substanz muss erst gereinigt werden. Kann nicht mit der Hand kombiniert werden. Laut der Notiz muss das Tonikum sehr sorgfältig hergestellt werden. Geh doch mal zum mit allen drei Sachen. Jo, der Agrippa wird uns schon sagen, was wir zu tun haben. Das Dorf war geil. Punktlandung. Geradeaus, links, rechts, rechts, zack, Blut gefunden. Geil. Ich hätte jetzt nur die Folterräume abgesucht. Jo, aber man kann ja auch mal direkt treffen. Dann Agrippa befreien, die Kugel zusammensetzen und ich glaube, dann könnte man uns schon dem Ende nähern. Dem Endboss. Der Boss, obwohl man keine Waffen benutzen kann. Ah, warte mal, hier hinten müssen wir ja töten. Mit der Macht der Kugel. Des Edenapfels. Kommt gleich jetzt hier auch die Tore. Das ist wie ein Brunnen ist mir immer halt geheuer. Nee, das wie ein Brunnen macht mir Angst ohne Ende, ey. Wie ich sehe, hast du alle Kugelstücke beisammen. Ich weiß, ich habe nicht das Recht. Ah. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. So, komm mal, gucken wir nochmal einen Blick in die Notizen von Wire. Wire sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum mache. Verabreiche. Ja, warte, ich jetzt war mit am Lesen. Am besten war das am Mann. Das ist auf der anderen. Der letzten, doch? Nee, auf der ersten. Lass sie doch bitte einfach nur. Doch.
Nee, steht nichts über der Raum. Next side. Mild. Dann könnte ich seinen Inhalt mit einem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Also müssen wir den Pilz auch noch extrahieren. Warte. Oh, Entschuldigung. Das ist ja nur einer Gegenstand, das bringt uns ja noch nicht weiter. Nichts Zeit. Ich wurde mit Blut eines. Das muss destilliert gehen. Das muss destilliert gehen, das Blut? Und das muss gereinigt gehen, das steht ja dran. Ja. Haben wir einen entsprechenden Raum irgendwo dafür gehabt? Oben, war oben nicht eine Art Labor? Labor. Wie komme ich da rein? Oh, er ist im Dunkeln und hat Angst direkt. Labor, hier muss ich rein. Hm. Wir haben schon wahllos Zeug dran gehauen. Ein Labor. Oben war nichts mehr. Und wenn der einfach mal in dem großen Altarraum, da waren noch 8 Nebenräume. Was waren in denen noch? Ja, ich brauche ja nur die Kugeln zusammenzusetzen, da kann ja eigentlich nichts passieren. Was ist das? Ein Leben. Dann wäre es ein Impact-Gegenstand. Da. Da-da. Weil streng genommen ist eigentlich mit der Hebelwirkung locker machbar sein müsste. Eigentlich. Aber okay. Sonst hier nichts. Da ist eine Säge und alles sonst, aber du kannst nicht die Tür rein. Hammer, Säge. Das geht nicht. Jetzt schmeiß doch nicht jede Scheiße da dran, das kostet doch Zeit. Ist nie so ein Rumwerfgegenstand, außer die Steine. I see that all the odd pieces you need. I know I have no right to ask anything. Wie gesagt, solange wir die Kugeln nicht zusammensetzen, kann nichts passieren. Kann eigentlich nichts passieren. Gehen wir mal im Altar, da ging nur rechts und links, da konnte man noch nichts mit anfangen. Ja, da konnte man ja nicht wirklich schwatt. Nee. Sind wir immer nur so um so einen Schrumm gelaufen. Aber Labor hört sich so richtig an. Ja klar, aber irgendwo scheint hier noch was zu sein, was man ja zum Aufmachen übersehen hat. Brechstange. Brauch bestimmt eine Brechstange. Ja, ich suche auch schon die ganze Zeit in der Brechstange. Da bebt immer alles. Ja, immer. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Schlaf? Oh. Wir sind gestorben. Oh Gott. Die zerren dich. Oh Gott. Oh Gott. Solange wir die Kugel nicht zusammensetzen, kann ja nichts passieren. Scheiße, ich will Agrippa nicht opfern. Ich ahne, das nervt mich jetzt gerade. Ich will Agrippa auch nicht opfern, das ist jetzt scheiße. Warum kann ich dem jetzt... Oh Mann.
Hench. Wir haben immer noch, wir sind da immer noch nicht durch. Wir müssen immer noch irgendwo in diesem Haus sein. Du machst mir Sorgen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit dir anfangen soll. Ich hege keinen Groll gegen dich, Daniel. Du und ich, wir sind uns so ähnlich. Ich erkläre dein Verhalten. Du hast nie beendet, was du angefangen hast. Du sprachst von Wiedergutmachung, davon, wie du dich im Schatten der Kugel stellen würdest, um unsere Arbeit zu retten und mich. Ich will dir eine zweite Chance geben, dich selbst zu erlösen. Du kannst hier warten und den Schatten aufhalten. Danke, mein Freund. So, scheiße. Das habe ich schon alles. Ich den ganzen Mist da. Und bin irgendwo, kann ich jetzt nochmal zurück zum Agrippa. Das wäre jetzt mies, wenn ich den jetzt doch nur ein, was wir gemacht haben, doch noch. Guck mal in die, finde einen anderen Ausweg. Den Eimer falsch rum? Ist das ein Eimer? Ja. Den Eimer falsch rum und die Struppe stellen? Dann? Das Loch. Das Loch. Was für ein Loch? Da! Kann ich durchzwängen? Wer findet durch? Oder den Tisch einfach. Den Tisch? Geht nicht. An den Eimer. Eisenstange! Ah, damit kann ich bestimmt daher Labor. Das Labor abbiegen. Du wirst dich schon fast hochstellen müssen. Da wird es so nicht gehen. Oder benutzen wir die Eisenstange, vielleicht geht's nicht. Nee. Er liegt nicht umsonst hier drin. Oder stell dich mal auf den Tisch, vielleicht kann ich auch von da aus schon durchhüpfen. Ist der Tisch natürlich auf dem Eimer. So, machen wir mal so. Ich kann das Bett nur ziehen. Jetzt kann er nichts mehr mit dem Bett anstellen. Dann brauchst du es zur Löwen. Ach, nicht. Kannst du den einfach so hinstellen, wie du ihn hingestellt hast? Ich versuch's. Springt aber auch gar nicht drauf. Komm, du bist doch schon halb raus. Was ist denn das da? Da ist die klebrige Scheiße auf den Boden gekommen. Kann ich noch irgendwelche Stangen? Ah, die daneben, rechts. Ja, da, komm mal da. Was muss das denn? Du musst noch länger daran arbeiten. Ja, wie lange soll ich noch daran rumpimmeln? Kannst du nur links und rechts bewegen? Und dann nur vorn zurück. Es geht nur vorn zurück. Dann schaue ich nichts mehr. Nee, nix. Ah, jetzt tötet's mich. Es gibt immer mehr und ich kann gar nichts machen. Da stand ja, du musst es länger bearbeiten. Ah ja. Ja, wahrscheinlich wäre das dann, wenn hinter dir im Raum abgeht, soll du dann jetzt noch Panik kriegen. Und machen wir das? Es gibt doch so einen Schnicks, was willst du denn jetzt noch machen? Dann
musst du durchspringen. Ich kann aber nicht. Zwei Variante. Er kann nicht so weit springen, das schafft er nicht. Ich bin sicher, dass es in keine andere Richtung geht. Egal, welche Richtung ich drücke, es passiert nichts. Das Bett macht da gar nichts, du ziehst da nicht dran. Das ist doch mal eine geile Folge. Wo echt, jetzt muss ich da 20 Minuten dran rumpimmeln. Ja, ja, pimmeln. Ich weiß es nicht. Schatz, ich ahne. Entweder sterbst du jetzt irgendwann und lehrst du Tipp oder du pimmelst jetzt. Passiert immer an dem Ding doch. Es passiert nichts. Doch, es ist der Stern schon runtergefallen, nachdem du ganz lang gemacht hast. Er fällt doch bestimmt mit dem Sutsch von der Deck. Lass mich gehen. Ich bin unschuldig. Ich werde es dir niemals verraten. Dein Opfer wird nie vergessen werden. Du wirst ein gefeierter Mann sein, für immer. Und was für eine Scheiße jetzt? Keine Ahnung. Ende. Ja, geh mal jetzt zum Speicherpunkt. Okay, also wir kriegen keinen Tipp, wie wir aus der Zelle kommen. Wie lange haben wir jetzt? Haben wir jetzt unser Folge lang... Ja, eine Folge lang an der Stange rum, das schneide ich weg. Scheiße, was war denn das da jetzt? Oh, bitte. Naja, wir müssen aus der Zelle. Schau. Naja, ich will jetzt... Ich mach dann mal nochmal 20 Minuten lang. Das ist doch Kacke. Irgendwas über Sima. Quite frankly, I'm not sure what to do with you. I hold no grudge against you, Dan. Das Schloss. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. Verarsch das Spiel mich dabei. Was ist das? Finish what you set out to do. You talk about redemption. How you would face the orb's shadow and save our work. Du musst noch rein. Guck mal, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da lang. Quetsch dich doch mal da durch, ey. Da bist du ein Fettsack, Alter. Das ist mal ohne Scheiß. Jetzt soll ich an der da jetzt rumpimmeln. Ja, immerhin haben wir jetzt eine neue Stange zum Rumpimmeln. Dass ich schon jetzt durchquetschen kann. Oh. Ist dann das? Oh. Bücken und nix, komm schon durch. Nee. Entschuldigung, dass ich versuche zu helfen. Ja, ja. Ja, selbe Ton wie du. Bin ja, genervt schon. Jetzt, ja. Oh, ist das doch kacke. Ende. Dein Opfer wird nicht vergessen werden. Schön, schönes Spiel. Ist gelohnt, das doch. Ich mach gleich Google an, das hast mich so behindert, ey. Ist dann das? So geht mir so auf den Sack gerade. Oh. Fällt nichts in. Fällt einfach nichts in. Ist das so eine Scheiße? Seit 20 Minuten knüppel ich an dem Ding rum und es passiert nichts.
Hört sich gut an. Sieht einfach nichts. Naja, geh's doch hin. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Was muss ich hier machen? Eine Wunde blutet ziemlich stark. Ist mir scheißegal. Oh. Ich beende das doch jetzt, es geht mir auf den Sack. Okay, ein neuer Versuch. So, ein neuer Versuch, schon auf Beenden gedrückt. Wir seit einer halben Stunde versuchen wir doch an der Stange da rum zu krippeln und es ist mir so auf den Sack gegangen. Bin auch ein bisschen gereizt. So, Stange. We are so very much the same, you and I. Können wir noch dann Dings? Really mach mal langsam, guck mal in die Wand schon. Was ist denn da der Wand? Das ist der Deck, Schatz. Ich sehe die Wand nicht, schwer ist das. Das ist die Wand. Ja, an der? You talked about redemption. Nix. How you would face the old shadow and save our work. Was ist da? Da sind die Sterne so komisch. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop. Ich kann nicht mit der Hand dir die Stangen. Thank you. So, was ist da? Zack! Fertig! Papa Google hilft! Das hast du nicht gerade gegoogelt. Mann, hast du nicht gegoogelt? Nee. Echt jetzt? Ich habe geschaut, erst dass wir durch das Loch springen können. Aber das ist mir ewig, habe ich schon gedacht. Ich habe gedacht, es wäre ein Pixelfehler. Oh, finde ich. Deswegen habe ich gedacht, da könnte man nochmal noch gucken. So, jetzt um Himmels Willen, das da war grausam. Weil in der Lösung, die ich ergoogelt habe, steht, dass man gut durch das Loch springen kann. Mir hat es nicht hinkriegt. So, ich weiß es nicht. Ich packe jetzt doch mal noch 10 Minuten drauf, weil ich habe jetzt 37 Minuten auf meine Uhr. So lange versuche ich mir schon aus dieser Zelle zu entkommen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab, aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Einen Schlüssel auf die Rohre? Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Klauen. Ich kehre mich allen Ritualen des Reiches zurück und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Also im Wärter ist ein Schlüssel auf ein Rohr gefallen. Auf ein Rohr. Schlüssel auf ein Rohr. Dann müssen wir 100 Kreuz noch eine Tür aufschließen. Müssen wir aber alles genau dem Ohr behalten, ey. Wie gesagt, ich habe eben gedacht, es wäre ein Pixelfehler. Und dann habe ich es nicht mehr gesehen, weil die Scheiße drüber gehangen hat. Hallo. Ich glaube, das hat schon verschrecken sollen. Was willst du denn jetzt mit dem? Ich kann das anfassen. Ja, und? Ich kann ihn anfassen. Schatz, was willst du mit ihm? Lass seinen Pimmel da. Wir haben doch nicht umsonst einen Schlüssel auf Rohre Zelle gekriegt. Heilung. Schnittwunden und blaue Flecken. Ach komm, scheiß drauf. So, alles ist gut.
Ein Eimer. Hölzerner Eimer aufgenommen. Okay, wir kommen endlich wieder voran. Das war schon heftig dabei. Und da brauchen wir den Schlüssel bestimmt. Es ist abgeschlossen. In diesem Rohr ist ein Schlüssel, aber man kann ihn nicht erreichen. Muss man ein Rohr rauswimmeln? Aufgenommen, rostiger Schlüssel. Es steckt fest. Guck mal, das mal hoch. Kann ich den Eimer da dran? Natürlich, hundertprozentig. Hui! Wasser? Wassereimer aufgehoben. Jetzt kann ich den Schnur reinigen. Oh. Ein Schnur? So. Ja, die muss immer noch gereinigt werden. Ach, vielleicht im Labor. Machen wir in allen Zellen. Das ist Unsri. Unsri war die endlich zugesperrt, Schatz. Warum sollen wir nochmal in Unsri rennen wollen? Dann war man allen, ne? Ja. Gut, dann. Raus. Dann entkommen wir unserer Zellen. Endlich der Zelle. Komm nicht drin! Ja, 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 lauf einfach! Oh Gott, geht's da ab? Rechts oder links? Weiß ich nicht, egal! Falsch! Das ist immer erst der Falsche! Gott! Renn doch! Oh Gott, Mann! Das ist doch Wahnsinn, ey, das ist doch Wahnsinn! Die Tür! Das ist so eine Abschlusstür, bestimmt. Komm bitte. Wow. Oh. Oh Gott! So, boah, leck. Boah, bum, 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 mein Herz aber auch. Komm, ich war's das jetzt und wir können weiter das verfolgen, was wir machen wollen die ganze Zeit. Das hört sich schon mal ganz gut an. Ah, das war die verschlossene Tür, sie war doch nicht unnötig. Max, dann, das ist so eine Random-Tür. Ah, jetzt sind wir nochmal hier. Eine Notiz. Was zum Lesen? Was ist denn das Deutschen wieder? Was ist denn mit ihm? Oh, hat einen Zettel. Nein, du hast doch geschlafen. Das hieß Schlaf, der Abschnitt. So. Alexander wurde still. Ihr habt es bestimmt gelesen, ich nicht. Heute Nacht werden wir die Macht der Kugeln entfesseln und endlich den Schatten, der mich verfolgt, verbannen. Ich fühle, wie er näher kommt. Ich habe mehr Angst um mein Leben als je zuvor. Kurz vor Altstadt liegt eine kleine Siedlung, wo Zimmermann, ein Molkereilandwirt, mit seiner Frau und drei Kindern lebt.
Stopp. Den Abschnitt spiele mal in der nächsten Folge. Okay. Sonst dauert das doch jetzt zu lang. Ich muss das dort tausendmal zusammenschneiden. Keine Ahnung, was da los war. Ich schneide also das miserable Können in der Zelle dann mal weg. Gut. Ja. Das hat ein bisschen gedauert. Hat gedauert, war jetzt langwierig für uns. Gut. Ich mach mal's weg. Ich habe nichts weggemacht. In diesem Sinne, euer MDS Gaming und Lala die Finbay, bleibt dran, jetzt geht's weiter. Ich hoffe, wir können Agrippa noch irgendwie befreien, weil es ging jetzt alles auf einmal so schnell. Gut. Aber die Mementos sind noch da. Ja. Also muss es da noch gehen. Gut. Nehme ich mal stark an. Hoffentlich. In diesem Sinne, ciao.